Ich bin gestern gut angekommen. Heute lerne ich endlich ja das ganze Team kennen. Ich freue mich. Bin gespannt auf die nächsten Tage, wie das Ganze abläuft. Eine Woche später habe ich jetzt einen sehr guten Einblick bekommen und werde in einem Extra-Video ein paar Learnings erzählen. Hier seht ihr, wie es zum Camp geht. Da wusste ich noch nicht, was alles auf mich zukommt und wie dieser, ja, Kinder-, Tier- und ganz viel Draußen-Job sich unterscheidet von der IT. Rückblickend würde ich definitiv nochmal viel mehr nachfragen zu Aufgaben, wie es die Vorgänger gemacht haben. Und ja, hier seht ihr auch mal einen Blick in mein Zimmer. Ich bin mittlerweile umgezogen, da es auch hier eine Challenge gab. Die Matratze war auf jeden Fall ein Traum in meinem neuen Zimmer. Die Esel auch super goldig, so wie die Ziegen. Das Essen echt, ja, super lecker. Ich dachte am Anfang ja, dass wir selber kochen müssen. Und auch ein schönes, ja, ausreichendes Frühstücksbuffet. Die Fohlen waren so goldig. Wir hatten richtig gutes Wetter, bis auf einen Tag bei dem Ausritt, der dann verschoben wurde. Hier seht ihr mich um 7:30 Uhr ging es immer mit den Kindern zum Frühstück, dann morgens immer zum Reiten. Manche sind dann auch nachmittags oder haben sich auf die Prüfung vorbereitet. Und in voller Montur ging es dann los. Die durften springen, Dressur reiten, ausreiten, je nachdem. Oder ja, auch immer einmal pro Tag in der Gruppe reiten, je gut sie waren. Ja, wir haben viel Pferde geputzt, gesattelt, unterstützt, auch mal ja ein bisschen die Katzen begutachtet, auch immer geguckt, dass wir ja das richtige Pferd aus dem Stall holen. Wir haben die auch mal bemalt. Das haben die geliebt, genauso wie die Kinder. Auch mal geflochten. Wir haben einen Wettbewerb gehabt. Wir sind ja, auf der Hüpfburg gehüpft. Es ist echt eine wahre Kunst, dem Kind das richtige Pferd zuzuteilen, dass es auch noch ein bisschen zufrieden ist. Wir haben auch Pferdeleckerlis gebacken aus Banane, Haferflocken. Ich habe den Pool manchmal betreut. Wir haben Schach gespielt. Wir waren auch mal, ja, im Krankenhaus, um einfach abzuchecken, ob alles okay ist, das echt angeschwollen war. Alles war aber gut. Ich habe mich wie immer auch zu Hause ums Wasser gekümmert, dass alle versorgt waren. Wir haben auch ein bisschen Abwechslung gehabt bei Spiel und Spaß als Alternativprogramm, zum Beispiel von Ausritt, wo ja die Kinder auch super viel Spaß hatten, genauso wie die Tiere oder wir nachher selber auch die Pferde ein bisschen imitiert haben. Die ersten Tage waren echt stressig, weil wir nicht so genau wussten, wo, wie, wo, was, alles perfekt machen wollten. Prüfungswoche war. Und ja, immer mal wieder zwischendurch gebastelt haben. Ich habe da 3 Stunden dafür gebraucht und es passt immer noch nicht um meine Hand drumherum. Die Kinder sind natürlich auch mal ohne Sattel geritten. Ich habe mir Theorie angeeignet, weil die Kinder mich auch da zu viel gefragt haben. Und ja, als die Prüfung kam zu Reiternadel, zu Reiterpass, war ich auch echt hier dankbar, dass wir mehrere Betreuer diese Woche waren, dass wir so gut zusammengearbeitet haben. Und auch die, ja, Kinder waren am Anfang echt aufgeregt. Wir konnten die dann einigermaßen, ja, beruhigen. Sie haben super abgeliefert. Und hier seht ihr auch mal die Dressur noch anschließend. Danach kam noch der Theorieteil. Und ja, demnächst wollen wir noch ausreiten. Besonderer Ausritt. Es war ja wunderschönes Wetter. Der Sonnenuntergang war traumhaft. In einer Situation würde ich hier ein bisschen anders reagieren. Auf jeden Fall habe ich mich in das Pferd und den Galopp verliebt.